dann nie auf den geschaut. Ich hab mir meistens, hab ich angefangen mit Gagabor. Aha. Und hab mir dann Absol gefangen. Ja. Und die Belgra. Hier bin ich einsam. Einsam. Hier bin ich. Einsam gleite ich durch das Wald. Ach so, ich habe gesagt, es interessiert keine Sau. Also. Und Garados, wow, das ist aber wow. Und wow. Und ja, wollte ich. Hab's mir anders überlegt. Warum auch immer. Ja, ich habe vergessen, es fortzusetzen. Außerdem kann ich kann mein Ding nicht mehr, weil mein Charlie kann schon Donnerblitz. Und das habe ich ihm ja gelernt, weil Charlie lernt ja sonst nichts Gescheites. So, Alte, komm, lass kämpfen. Ja. Meryl, ja. Ich höre alles heulen. Das ist durch, wegen der Tür. Hier könnte man tauchen. Nein, könnte man nicht. Hier wird es nur tiefer. Aber nicht tiefer genug. Meine Schwester ist stark. Heute heul bloß nicht, wenn du verlierst. Echt? Also im Alten ging das ja... Nein, falsch. So und... Flop. Na, warte mal. Hat das nicht so eine dämliche... Dämliche? Vergiss es. Yeah. Oh, Wahnsinn. Nein, nein. Ja. Hier kann man tauchen, das weiß ich auch. Okay, los. Wenn du dich einfach nur im Meer treiben lässt, komm in Pokémon, um zu spielen. Ja, jetzt komme ich zum Spielen. Hallo, Valma. Tschüss, Valma. Auf Wiedersehen, Valma. Ciao. Vielleicht ist es ja nur eine Marotte. Was ist Marotte? Marotte ist so eine blöde Angewohnheit. Blöde Angewohnheit. Von mir, aber ich möchte gerne, dass du mich in deinem Pokénav einträgst. Schwimmerin Monika wurde in... Ja. Interessiert doch keinen. Hier oben sind doch ganz sicher noch... Oh, da oben ist ja dann die Höhle, ne? Ja, hinten ist die Seeschau, Seeschellen. Ja. Hallo. Wo? Wo denn? Ach, das sind diese komischen Scherben, wa? Oh, Mann, aber das ist so kompliziert, Wo ist es denn? Das ist der Detektor. Nix. Also hier? Ja, auch nicht. Hier ist doch dieser komische Scherbenidiot. Ich bin der Schatztaucher. Ich bin der Typ, der in die Tiefsee taucht und nach Schätzen am Meeresgrund sucht. Du hast keinerlei Schätze für mich. Wenn du Stücke findest, besonders Purpurstücke, die tauschst du mit mir. Ja. Der wohnt Troy. Troy ist mein bester Freund. Okay. Wir müssen nachher noch mit Troy gegen die ganze Team Magma kämpfen. Schaut zurück nicht mehr. Warum sind hier so Idioten? Ich kann nicht mehr. Das ist doch absolut. Ich bin ein Kampftrainer. Ach so, der macht, ja, aha. Wuchtschlag. Was? Nein. Wuchtschlag verwirrt immer so doof. Ja, gleich, teilen wieder. Von nichts. Wo? Hier auf der Insel, meintest du, gerade? Nein, nicht auf der Insel. Wee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 
Ja, ist auf 36, aber er hat ja nur ein, Was zum Teufel? Teleporter? Was ist hier los? Ja. In der alten gab's es nicht. Weiß ich nicht. Wow, das ist übermäßig. Die Straßen, dass du gewand, die du gewandert bist, das, was du erfahren hast, legales, das. Nee, das war also ein komischer, das war damals zu, auch zu Wege, allerdings hat sich das nicht so übermäßig genial gedreht. Nimmt er überhaupt noch auf? Ich hab's ja gespielt, aber ich weiß nicht mehr. Ja, nimm doch auf, gut. Ich weiß nicht mehr genau, wie er das damals gemacht hat. Sie hat ein Kadabra-Para, auch auf 36, das ist auch ziemlich. Ich hab immer nur noch, den gespielt. Das Markt. Hm. Da alle drei Viecher fahren konnte und es war einfach viel geiler. Ja. Gut, also jetzt haben wir dann hier diesen Punkt. Ah, okay, und hier geht's dann weiter. Dann treten wir hier auf den Schalter drauf. Dann gibt's hier wieder einen Doppelkampf. Nee, ist klar. Haha, Achtung, ich lasse mein Pokémon durch Telekinese schweben. Ja, also es sind immer nur so Doppelkämpfe. Ja, aber größtenteils. Es hat, das hat schon selber gelernt. Das hat schon selber gelernt. Das wollte ich ihm nicht abschlagen, verstehst du? Ja, ich weiß. Was mache ich hier überhaupt? Warum setze ich den Donnerblitz ein? Naja, ist wurscht. Achso, wir sind in der Arena. Arena-Kämpfe darf ich nicht vorspielen. Entschuldigung, Leute, das habe ich vergessen. Das passiert. Jetzt gehen wir hier lang. Nein, hier lang. Nein, okay. Linker oder rechter Schalter? Warte mal. Nein, da war doch noch ein anderer. Nein. Doch, nein, doch. Ja, aber ich will ja Trainer. Ja, aber ich will ja die Trainer besiegen. Ich mag meine Bestzeit gesehen, bla bla, aha, ja. Dum, 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 da, da, da. Okay, was haben wir denn? Die Erfahrung und Kadabra, bra. Oh, ich Tempo-Hieb eingesetzt. Ziemlich sinnlos. Für das, dass es nicht sehr effektiv ist, ist es aber wirklich effektiv. Ich vergesse es hier jetzt mal wieder. Also, Charlie erreicht Level 46. Hexe Jasmin sind besiegt. Ach, deine jugendliche Energie strömt nur so aus dir heraus. Nein! Ja? Weiß ich nicht ganz. Ich weiß, bin mir nicht so sicher. Nein! Oh, verdammt. Oh. Wenn es nicht tötet, bin ich tot. Abgangsbund, Fragezeichen. Nein, er schreckt zurück. Gut. Wohin genau? Ist echt fies. Setzt immer Abgangsbund ein und dann macht Voltaire so einen Abgang. Ja. Du wirst den Weg nicht zu Ende gehen. Nicht, wenn ich mich dir in den Weg stellen kann. Aber du stehst mir ja gar nicht im Weg. Du stehst nur neben mir. Und aber irgendwie stehst du ja gar nicht im Weg. NATO! Ja, Jonas. Das war wieder einfach. Nein, es heißt NATO. Was, nicht die NASA? Nein, nein, die NASA ist ein amerikanisches Raumfahrzeug. Ja, ich weiß. Jedes Jahr Milliarden von Steuergeldern verschlingt und absolut nichts hervorbringt. Oh, wow. Jonas, du hast allerdings falsch geraten, nur um das klarzustellen. Wobei habe ich falsch geraten? Egal wobei, du hast einfach falsch geraten. Danke. Natürlich. Genau, da musst du... Jetzt pass mal auf, ach, die Trainer habe ich genau. Pass auf, nehme ich. Das habe ich schon umschalten dürfen. Und zwar jetzt gerade beim anderen. Dam, dam, dam. Zeig mir, ob du Talent hast. Ho, 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 ho. Du lässt mir keine Wahl. Ich werde dir zeigen, wie selbst Psycho-Pokémon sind. Nicht. Ja, natürlich. Es geht in Flammen auf. Boah, der hat gleich einen Trassler. Jetzt wird's richtig krank. Wie krass ist denn das? Also... Irgendwo ist doch Schluss. Aber, nein. Irgendwo muss doch mal Schluss sein. Ja. Ich bin nochmal mit dem Gag Abo in die Pokéliga reingerannt. Gewonnen?
Nathan. Du bist jetzt offensichtlich den. Ja. Vilje fand ich nie so toll. Ich fand Anorit immer besser. Nee, ich fand Anorit besser. Okay. Da kannte ich noch den Advanced, den zum Aufklappen kannte ich da noch gar nicht. Achso. Die neuen Pokémon kannte ich auch alle nicht. Und dann haben mich da so ein paar Kinder haben mich dann da spielen lassen. Aha. Und der eine hat halt, die kannten das Spiel recht gut an sich. Aha. Aber sie wussten nicht, wie man Vilje kriegt. Und haben halt gemeint, dass der Champ, Troy damals, ein legendäres Pokémon hat, weil sie keinen Peil hatten, wie man Vilje kriegt. Ah, okay. Und deswegen entscheide ich mich jedes Mal für Vilje, weil ich immer noch diesen Gedanken an dieses legendäre Pokémon habe. Ah, okay. Ja, Fossilien sind schon ziemlich, okay, nein, der Kampf wird jetzt gespult. Tschüss. Auch den nein, den nicht. Darf ich wirklich nicht. Nee, das bei mir. Gefecht, das da was taugt, ist Lunastein und Sonnfeld. Ansonsten nie nur Feis, den du One-Hit machst. Moment, da war doch was. Jetzt ist es richtig so. Nein, jetzt ist es falsch. Nein, jetzt ist es richtig. Ja, du kommst nicht durch. Ja, eben. Ach so, jetzt habe ich es falsch gemacht. Moment, so. So, jetzt mit durch. Jetzt habe ich die roten nur falsch gehört. Ich habe nur die roten falsch. Oh, was ist denn das für ein Scheiß? Ja. Aber die geilste war eh die Vasili Eis Arena mit den Eisfeldern. Ja, die war wirklich chillig. Komm, die war schwer. War's ja auch. Gar nichts gesagt. Ja, ist schon klar. So, jetzt aber endlich. Haha. Hallo Arena, nee, aber hier habe ich schon umgestellt. Ich muss den aber auf jeden Fall aufzeichnen, weil sonst verzweifeln da wahrscheinlich manche mit den Eisdingern zu bald. Bist du wieder am Anfang? Ja, weil ich Pokémon heilen gehe. Warum? Weil meine Pokémon geschwächt sind. Ist nicht so, ist echt so. Jetzt gehen wir noch schnell im Pokémon-Markt ein bisschen was einkaufen. Hallöchen, wir bräuchten ein paar Tränke. Oh, wir haben Hyperbälle kaufbar. Schön, kaufen wir nochmal 6, wir haben ja eh noch genug Geld. Hypertrank brauchen wir nicht. Na gut. Ah ne, ich hab noch 11. Haben wir keinen Supertrank mehr? Schlecht. Okay, danke. Wusstest du, dass Superschutz besser ist als Topschutz? Superschutz? Ja. Weißt du warum? Also, Topschutz hält zwar für 250 Fern, allerdings ist es doppelt so teuer wie der Superschutz und Superschutz, wenn du 2 verwendest. Ja, aber ich sag ja nur. Geld braucht man bei Pokémon eigentlich gar nicht cheaten. Das ist wirklich arm. Also, wir gehen hier entlang. Falsch. Ja, doch, ich hab schon ein bisschen Geldmangel, weil ich immer Kalzium, Protein und so Scheiß kaufe. Ja. Das sieht dir doch einfach das mal. Ja, mach ich doch. Achso. So, hier müssen wir jetzt den grünen Schalter aktivieren. Schau, hier mussten wir den aktivieren. Das heißt, ich hatte mal wieder recht, nicht du. Das ist eigentlich immer die Hauptsache, dass hauptsächlich du, dass du nicht recht hast. Natürlich, Chris. Du hast recht. Der Mega-Pro bei der Smaragd, ich hab sie ja erst 10 Mal durchgespielt. Ja, eben. So. Und dann können wir jetzt... Ist ja nicht so, als wäre mein Viech, mein Starter-Pokémon, jetzt schon nach dem zweiten Orden schon stärker als dein Bestes. Ja, aber du trainierst ja auch nur eins. Ich trainiere ja alle. 6. Ich habe jetzt im Moment im Team 4. Aha. Ja, davon ist du stärkst auf 48 und danach auf 32. Wow, das ist echt schlecht, weil mein stärkstes ist auf 46. Und der Rest alle auf 45. Zweite Orden, du bist beim... Siebten. Ja, richtig. Aber wenn man nur 1 trainiert... Ich trainiere nicht nur 1, ich trainiere 4. Ja, aber nicht gerade... Naja, du wirst es wissen. So. So, jetzt können wir zum Arena-Leiter. Jetzt habt ihr den Weg auch nochmal gesehen. Okay.